So. Also, dann starten wir wieder rein mit einem neuen Livestream. Und dann wollen wir heute mal besprechen, was so alles wieder passiert, was so tatsächlich so Neues da ist. Und ihr könnt das auch vielleicht schon sehen, denn es passiert so einiges in China. Und das ist eine gute Nachricht für all diejenigen, die auf ein Auto warten. Und darauf kommen wir jetzt einmal zu sprechen und schauen einmal, was da so zurzeit entsprechend abgeht. Also, ich grüße erstmal den Box Zero, den Hartmut, den Thomas, den Raffus. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ich kann das Video jetzt gerade leider nicht abspielen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Standposition und dann kommen wir gleich darauf nochmal zu sprechen. Ja, ihr seht, es passiert einiges. Es sind tatsächlich jetzt mal wieder gute Nachrichten. Wie gesagt, das ist jetzt bezogen auf alles, was aus China kommt. Und es ist so, dass tatsächlich. So. Genau, also. Wir haben noch da den Stefan, den Gecko, den Falken, den Markus, den JM, den Sassan, den Henry, den Klaus. Es freut mich, dass ihr alle hier seid. Also, was ihr hier seht, ist der Hafenbereich im Süden von Shanghai. Das sind ja die Aufnahmen von Wo War am gestrigen Abend. Das heißt, wir haben hier entsprechend jetzt dann auch Beweise dafür, tatsächliche Beweise. Ja. Was da jetzt entsprechend so in diesem Hafenbereich vor sich geht. Grundsätzlich ist es so, dass die Produktion zurzeit relativ gut ist. Da gehen wir auch gleich nochmal auf ein paar Zahlen ein, die das auch nochmal bestätigen. Das heißt, das hier haben sie jetzt hier schon fertig gemacht, um es für den Export zu machen. Der Export beginnt normalerweise immer erst am 1. Oktober. Und das Ungewöhnliche in diesem Quartal ist, wir sind ja jetzt erst am 28. September. Das Video wurde gestern aufgenommen, das heißt, das ist der 27. Dezember gewesen. Die Autos in der Menge, in der sie da zurzeit sind, sind aber sicherlich nicht von alleine dahin geflogen am 27. Ich gehe also davon aus, dass sie sicherlich mit dem, was da ist, am 26., wenn nicht vielleicht sogar schon am 25. September begonnen haben. Die Menge der Autos, die da stehen, würden wahrscheinlich jetzt schon in diesem Moment, also heutiger Tag, mindestens für ein Schiff reichen, wenn nicht sogar vielleicht inzwischen anderthalb Schiffe. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es gibt nur ein kleines Aber dabei und das möchte ich nochmal betonen, denn einige von euch verfolgen vielleicht die Auslieferung nicht allzu sehr im Detail. Wir können jetzt leider nicht erkennen, zumindest gerne korrigiert mich, wenn jemand da bessere Augen hat. Ich kann zurzeit nicht erkennen, ob das alles wirklich Autos sind, die auch nach Europa gehen. Das, was ich hier in der ersten Reihe und ihr seht gerade unten in der ersten Reihe sehe, ist tatsächlich das Gefühl, dass das Lenkrad auf der Seite ist, wo es sein soll, wenn es für Europa ist. Und das macht mich auf jeden Fall schon mal guten Mutes. Wie erkenne ich das? Ich sehe so einen kleinen weißen Streifen, als wenn da so eine Schutzfolie um das Lenkrad rum ist. Und von daher zumindest bei denen hier vorne, bei denen die ihr jetzt hier unten links seht, da würde ich tatsächlich sagen, dass das auf jeden Fall europäische Autos sind und keine Autos, die nach Australien gehen. Ich glaube, in Australien fahren sie ja auch andersrum. Genau. Also, somit ist das schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, wann dann tatsächlich entsprechend hier auch dann das erste Schiff kommen wird. Ja, und da gibt es sicherlich immer viele Kandidaten. Ich habe inzwischen, bin inzwischen der Meinung und bevorzuge es,
mich nicht 5, 6 Tage lang in Spekulation und Frustration zu wiegen, sondern dann, wenn tatsächlich ein Schiff angelegt hat, dann kann man natürlich gerne darüber sprechen. Ich werde jetzt aber mal nochmal schnell eine andere Webseite aufmachen. Wir können natürlich mal kurz über Marine Traffic einfach mal schauen. Da gehe ich ganz kurz mal mit euch zusammen rein, nach Shanghai. Wir können natürlich jetzt mal auf gut Glück schauen, ob irgendwie da schon was Verdächtiges liegt. Ich habe jetzt tatsächlich aber noch nicht die Zeit gehabt, auch irgendwo anders noch zu suchen. Also, was haben wir denn hier? Also, 2 Schiffe auf jeden Fall schon mal da. Jetzt gucken wir gleich mal, wenn er geladen hat, schauen wir mal, ob diese Schiffe theoretisch Kandidaten sind. So, das ist eine Shanghai Nangang, das wird definitiv nicht sein. Luzhou sehe ich jetzt von der Größe. Nee, das sind die Chinesen. Das sind chinesische Schiffe hier. Die sind auch zu klein und sind auch nicht typische Schiffe, die man jetzt erwarten würde, wenn Tesla exportiert. Ja, also ihr seht, das sind auf jeden Fall schon mal jetzt ganz gute Nachrichten für die, die jetzt gerade dazukommen. Also Schiffe sind noch nicht da. Das, was ihr jetzt aber hier gerade seht, sind auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viele Autos. Und das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Und somit können wir erhoffen, dass vielleicht doch noch ein paar Schiffe mehr kommen, als wir es ursprünglich vielleicht so erwartet haben. Im dritten Quartal sind es ja, glaube ich, circa 12 oder 13 Schiffe gewesen. Und man hat ja schon im dritten Quartal auch jetzt dieses eine Schiff, was ja noch unterwegs ist, ja auch außerplanmäßig gehabt. Und vielleicht geht es jetzt eben halt auch ein bisschen früher los in diesem Quartal, weil es ist, wie gesagt, das vierte Quartal. Und man möchte natürlich sicherstellen, dass viele, viele Leute, die unter anderem ja ihr hier, entsprechend dann auch euer Auto bekommt. So, dann gehe ich mal kurz drauf ein. Der Cornelis Van Manen war im Urlaub für 14 Tage und hatte erstmal einen Termin im September und bin aus dem Urlaub zurück und jetzt ist es für Februar angesetzt. Model Y Long Range Black. Ja, Cornelis, das ist leider bei vielen der Fall. Auf der anderen Seite auch einige, die wieder nach vorne gerutscht sind, in den November meistens. Also leider musst du da abwarten. Daniel, ich grüße dich. Markus, ab nächster Woche wird es wieder interessant mit Updates in den Accounts. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, vor allem jetzt in Bezug auf Schiffe. Wenn das so ist, dass da jetzt schon so viel ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar Ende der Woche schon ein erstes Schiff sehen. Ich gucke jetzt mal gerade, Ende der Woche wäre, ja, der 1. Oktober ist ja am Samstag, also theoretisch bis dahin könnten die hier 7.000, 8.000, 9.000 Autos stehen haben, locker. Also von daher, lass die Spiele beginnen. So, dann Box Zero. Letzte Woche sind beide Model Y weiß-schwarz nach vorne gerutscht. Das ist doch auch mal eine positive Nachricht. Bilal, ich grüße dich. Daniel Lade, ich grüße dich auch. Cornelius, grüße dich auch. Box Zero, Januar, März und dann auf Dezember, Februar. Okay, immerhin schon mal ein bisschen. Dann grüße ich den Ronny, den Stefan und dann haben wir auch noch den Bilal dabei. Ja, Bilal, ich gehe davon aus, dass dein Model 3 Standard Range dann eines derjenigen sein sollte, welches ja jetzt dann dabei ist hier in diesem ganzen Pack hier. Ich gehe aber davon aus, dass manche Glückliche, wenn jetzt wirklich schon direkt Anfang Oktober ein Schiff beladen wird, dann könnten die Lieferzeiten sogar noch Anfang November sein. Aber wie gesagt, das bitte ist einfach noch der theoretische Teil. Wir müssen ja erstmal abwarten, wann das erste Schiff für Europa kommt. Dann grüße ich noch den Kai Juchelek. Freut mich, dass du dabei bist. Den Elamando auch. JM, ich habe soeben die Videos von Vuvua genau angeschaut. Das Lenkrad ist auf unserer Seite. Ja, JM, danke dafür nochmal, dass du dir das gerade nebenher angeschaut hast. Also, das hat sich auch von meinem Gefühl her und dem, was ich da so vorne links gesehen habe, auch bestätigt. Also handelt es sich hier auch um Autos aus Europa. Freut mich, dass hier nochmal jemand mit drauf geschaut hat und das nochmal bestätigt. Ja, dann haben wir den Cornelius, Model 3 Standard Range Grau, 2. November bis 9. Dezember. Ja, das hört sich doch genau nach diesem Rahmen an. Den Manuel grüße ich auch ganz herzlich, freut mich, dass du dabei bist. Den Matthias, was denkst du, wenn ich jetzt ein
Motto bei Long Range mit 20er bestelle, kommt das noch dieses Jahr? Also Matthias, wenn du jetzt bestellst und dieses Jahr bekommst, musst du sehr viel Glück haben. Da bin ich mir nicht allzu sicher. Glaube ich eher nicht eigentlich. Und der Muckpitz hat auch endlich seine Wartezeit dann beendet und holt morgen sein Model 3 Performance ab. Sebastian, die Autos werden in China auch an der Küste lang transportiert, das ist richtig. Kai, da gibt es leider zu dem Thema Zeitfenster, wann sich das verengt. Tendenziell eigentlich, wenn du die WIN bekommen hast, tendenziell dann auch so der Moment, wenn das Auto schon auf dem Schiff ist, dann wird es halt immer enger. Warum das bei manchen früher passiert und manchen später und warum das bei dir jetzt nicht ist, aber bei einem Freund, das kann ich dir leider nicht sagen genau, ne? Weil das ist schon so. Also wenn es jetzt zum Beispiel aus Grünheide ist, sollte es eigentlich grundsätzlich sehr, von diesem wahnsinnigen Hin und Her die ganze Zeit dann plötzlich direkt spezifisch werden. Und dann liegt das nämlich meistens daran, dass das Auto dann schon im Auslieferungszentrum ist. Heiner Petra, du weißt doch ganz genau, dass das nie jemand gesagt hat. Wer hat das gesagt, dass im Model Y Long Range aus Grünheide nicht in Deutschland geliefert werden im Oktober? Ich habe gesagt, dass tendenziell man beobachten kann, dass im Anfang des Quartals exportiert wird, aber bis dato keine richtigen Verhaltensweisen zu erkennen sind, ja, weil auch weiterhin Kunden immer ihre Autos bekommen haben. Wir müssen das noch beobachten. Wir haben noch nicht genügend Zahlen. Wir müssen jetzt wirklich mal ein Jahr abwarten, dass wir sehen, in welchen Monaten sind die Auslieferungen am besten. Und das ist sehr schwer auseinander zu klabüstern, wenn immer in 2 Monaten des Quartals auch Autos aus China dazukommen. Robert, ich grüße dich. Philipp Krone, leider habe ich noch keine WIN gehört für ein Model S Plaid. Muss tatsächlich sagen, dass ich aber davon ausgehe, dass spätestens im November müsste hier was passieren, wenn Sie sich an die Zeitfenster der Webseite auch halten. Oliver Fisch, nein, ich konnte hier noch nichts Näheres zu dem angeblichen Mangel entsprechend sehen. Habe auch leider auf Nachfragen noch keine weiteren Infos erhalten. So, dann schauen wir einmal auf China, denn es gab ja diese Riesenthematik, dass es ein Nachfrageproblem gibt. Für diejenigen, die noch nie in China gelebt haben, ich habe in China gelebt, ich kenne dieses System. Es ist so, dass man entsprechend ja in vielen Bereichen und in einigen Städten wirklich tatsächlich ein Lottoverfahren tätigen muss, zum Beispiel in Shanghai. Das heißt, wenn du ein Auto kaufen möchtest, dann musst du an einer Lotterie teilnehmen. So, und wenn du zum Beispiel jetzt schon ein Auto hast, dann darfst du zum Beispiel gar nicht teilnehmen oder es wird sehr, sehr viel schwerer. Damit möchten sie die Autoanzahl begrenzen. Das bedeutet aber auch wiederum, dass wenn jemand ein Lottoverfahren gewonnen hat und dann ja auch sein Auto bekommt, dann ist es so, dass tatsächlich wir hier tatsächlich sehr gut die Zahlen sehen können. In der ersten Woche oder in der ersten Woche im September oder Ende August waren es 15.000, danach 18.000, die verkauft worden sind. 15.000 und dann jetzt nochmal richtig, richtig dicke, insgesamt 23.000 Autos. So, also das heißt, ihr seht, da ist auf jeden Fall Nachfrage da, da geht auf jeden Fall was und die Produktion, und das ist ja das, was für uns wichtiger ist, steigt auch entsprechend. Also, das ist doch schon mal alles ein gutes Zeichen. Dann schauen wir mal weiter, den Dennis Nebel, grüße ich ganz herzlich, freut mich, dass du dabei bist, den Uwe natürlich, auch den Hermann, auch den Oliver in Grünheide, meine ich. So, gut. Dann der Sebastian, du hattest gerade was geschrieben, da wollte ich schon drauf eingehen.
Ja, jetzt hast du die Formulierung nochmal geändert, das ist ja auch okay. Also, der Sebastian berichtet hier, dass er heute nochmal ein Update bekommen hat in der App und tatsächlich ist er jetzt mit der Standardvariante in das Jahr 2022 reingerutscht. Vorher war er im Dezember, Januar, jetzt ist er im November, Dezember. Wie Sebastian auch schon sagt, wir alle wissen, dass diese App verrückt spielt. Ist aber natürlich ein bisschen Hoffnung, dass wenn man dann entsprechend hier die Möglichkeit hat, entsprechend das umzusetzen und dann jetzt eben halt hier einen besseren Lieferzeit haben zu haben, das ist doch schon mal erfreulich. Wie gesagt, immer alles vorsichtig genießen. So, JM, der Falcon hat das auch gerade unten nochmal geschrieben. Es gibt natürlich offizielle Aussagen von Tesla-Seite, die eben halt sowas bezeugen mit dem 15. April. Darauf habe ich mich berufen. Wenn sich das in der Zwischenzeit wieder geändert hat und je nach Bedarf eben halt auch welche hinzugefügt werden, wie das der Falcon jetzt gerade berichtet, dann ist das natürlich auch erfreulich. Das machen wir natürlich auch gerne, ne? Aber da muss ich mich dann natürlich auf den Infos stützen, die da entsprechend kommen. So, das heißt, das wäre dann nochmal eine neue Info, dass entsprechend hier dann doch welche dabei sind, aber eben halt nicht sicher. Das ist ja dann im Prinzip nur nach Verfügbarkeit. Einfachen Namen, ich grüße dich und Gratulation, wenn alles morgen klappt, dass du dann dein Auto morgen um 15 Uhr abholen kannst und in diesem Fall sogar weiß-weiß, die beliebten weißen Ledersitze. Ich drücke dir die Daumen, dass alles klappt, nichts mehr dazwischen kommt und freue mich, wenn du dann entsprechend bald dein Auto in Empfang nehmen darfst. Und drücke dir die Daumen, dass wirklich, ich drücke dir die Daumen, dass da jetzt nicht irgendwas Dummes noch dazu kommt. So, wie gesagt, ich grüße noch all diejenigen, die dazugekommen sind. Freut mich, dass ihr da seid. Und für die, die jetzt, wie gesagt, erst reingekommen sind, wir gehen auch nochmal zurück zu der Aufnahme. Dann könnt ihr das nämlich auch noch ganz gut sehen. Es sind wieder Autos da und es geht wieder los. Und das ist die gute Nachricht, mit der wir in Mitte dieser Woche jetzt dann wirklich vorstellig werden können. Ja, Hermann, das ist doch gut. Aber es ist bestätigt doch das, was ich gesagt habe. Ich bekomme immer so viele Dislikes und so viele ätzende Kommentare, wenn ich sage, dass diese Software einfach nicht normal ist und das einfach wirklich einfach nur verrückt spielt. Aber wir nehmen natürlich auch die positiven Effekte des Zurückschiebens in dieses Jahr mit. Und sollte es wirklich so sein, dann ist das vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass hier ja diese ganzen Autos stehen. Na? Ich gehe jetzt mal gerade kurz weiter. Vielleicht bekommen wir hier noch eine andere gute Aufnahme. So, dann nehmen wir mal diese Aufnahme, denn vielleicht gibt es ja auch unter euch welche, die ein rotes Auto bestellt haben. So, ich Müller, würfeln die wieder neue Fahrzeugauslieferungen aus? Ja, das scheinen sie zu tun, denn der Sebastian oben hat auch mit seinem Model 3 ist er in dieses Jahr reingerutscht. Ach du Müller, ich sehe das relativ gelassen. Ich glaube, jedes Unternehmen hat seine Baustellen und Tesla hat sicherlich hier bei diesem Thema eine Baustelle, die sie sich gemacht haben. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass in der Menge dessen, was sie machen, die Sachen richtig sind. Und am Ende entscheidet sich die Qualität des Autos, die kommt und die scheint durchweg positiv zu sein. Ich kann mich zumindest nicht beschweren. Auch nach dem Lockdown im zweiten Quartal bin ich immer noch extrem begeistert, wie gut sie die Qualität hinbekommen haben, während sie von 0 auf 100 wieder hochgefahren haben. Paul Mobert, ich grüße dich, freut mich, dass du da bist. Ja.
das ist doch sehr erfreulich, Stefan. Also das würde ja auch bedeuten, dass du entsprechend nach vorne rutscht und dann dein Auto noch in diesem Jahr bekommst. Das ist doch sehr erfreulich. Alex, ich grüße dich. Freut mich, dass du dabei bist. Wenn du Fragen hast, stell sie einfach. Gilt genau das Gleiche natürlich für alle anderen da draußen. Und dann wollen wir... Thomas Friedrich, ich grüße dich. Bist du auch nach vorne gerutscht in den November bis 26. Dezember? Sebastian, das ist ja das, was ich erläutert habe, ne? Dass eben halt, das ist eher ungewöhnlich, dass Tesla das macht. Ich glaube, und das ist meine das ist jetzt meine persönliche erste Einschätzung. Ich versuche euch mal hier noch eine andere Aufnahme zu geben. So, da seht ihr die Autos noch mal ein bisschen besser. Ich bin mal ein bisschen weiter weg hier. So, dann seht ihr die da im hinteren Bereich, seht ihr die Riesenfläche. So, also grundsätzlich glaube ich, dass Tesla hier einfach jetzt merkt, sie haben eine höhere Produktion und die Nachfrage ist einfach so, dass sie sagen, okay, jetzt können wir eben halt schon weitermachen und entsprechend dann den Export vorbereiten. Und das haben sie natürlich alles mit einkalkuliert und ich hatte ja schon immer das Gefühl, es könnte vielleicht doch am Ende für alle Beteiligten noch gut ausgehen. Wenn das jetzt also so ist und sich die Lieferzeiten bewahrheiten, dann könnte das tatsächlich passieren. Christian, ich erwarte, wenn wir ganz viel Glück haben, jetzt schon am Wochenende das erste Schiff. Weil da sind so viele Autos, das ist eine Aufnahme von gestern. Wenn die jetzt noch weitergemacht haben, dann ist der Parkplatz heute voll. Du musst dir ja vorstellen, die produzieren jetzt gerade pro Woche ca. 20.000 Autos. 20.000 Autos geteilt durch 7 Tage. Das sind 2.800 Autos. Hier stehen aber nur 3.500 Autos. Das heißt, da könnten jetzt schon 7.000, 8.000 Autos stehen. Also jetzt von gestern auf heute insgesamt dann. Leider für diejenigen, die nachfragen, es gibt leider keine Neuigkeiten zum Giga Berlin Model Y Long Range 19 Zoll. Die Thematik gibt es nichts Neues. Ich kann einfach nur sagen, dass immer, wenn ich es anspreche, mir irgendwelche Leute sagen, also außerhalb dieses Livestreams, dass mir Leute schreiben, ja, ich habe meinen bekommen, ich habe meinen bekommen, ich habe meinen bekommen, 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 bekommen. Und teilweise wirklich auch jetzt vor ein paar Tagen noch, ne? Nicht jetzt irgendwie vor einem Monat. Also das ist halt so dieser Widerspruch in der Sache. Ne? So, Kai, das mit dem Wechseln und Tauschen und dann was Verfügbares nehmen, versuche es. Ich würde es einfach ehrlich gesagt nicht machen, aber versuche es bei denen. Guido, du hast deine Bestellung geändert. Ich glaube, das ist doch gut. Sag mal, Guido, aber das hatte sich mein Chef schon bei dir gemeldet. Haben wir jetzt die Bestellung für deine Reifen angepasst? Ich glaube, das wollten wir ja angepasst haben, nur dass das nicht untergeht. Du hattest ja bei uns bestellt, glaube ich. So, dann schauen wir mal gerade, Guido.
So, du hast die auf 19 Zoll geändert. Ja, dann müsstest du wahrscheinlich von uns auch noch Bescheid bekommen, dass du deine Felgen ändern kannst. So. Dann schauen wir mal weiter. Also, der Tom Mann fragt, gibt es Info, wann das Model Y Long Range mit Turbinenfelgen aus Grünheide gibt? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Nee, das kann ich dir nicht sagen. Sorry, du. Du hast die normalen Standardfelgen fürs Long Range und wirst gezwungen sein, da dann dir andere Felgen zu kaufen. Du kannst gerne mal bei uns auf der Webseite schauen, wenn du welche haben willst. Genau. So, dann Sasan Rami, Model 3 Standard Range geht jetzt auch bei dir in den November, Dezember. Also das scheint hier so ein richtiger Move zu sein. Also es geht wieder voran. Ich Müller, ja, bei uns gibt es auch Model Y Winterräder. Ich kann es mal kurz zeigen. Sekunde. Winterräder. Ich zeig's dir kurz einmal. Winterräder. Reifen. Also, wir haben tatsächlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, ich Müller. Und zwar in dem Falle, wenn du fürs Model Y möchtest, haben wir hier die Model Y mit 20 Zoll. Wir haben das Model Y mit 21 Zoll. Genau. Also das haben wir jetzt gerade. Die Frage ist jetzt nur gerade, ob du die 19 Zoll, ich weiß nicht, welche Variante du da brauchst. Genau. So. Klaus Faller, ich grüße dich erstmal. Freut mich, dass du da bist. So. Ja, Klaus Faller, das ist natürlich jetzt die, das ist ja natürlich mal ein gegenteiliges Problem. Naja, wie flexibel sind Sie? Es gibt eine maximale Zeit, wo dann irgendwann Tesla sagt, sie zwingen dich dazu, das Auto zu nehmen. Du kannst natürlich jetzt es nach hinten schieben, aber das musst du manuell mit denen besprechen. Grundsätzlich geht das. Du kannst deine Bestellung auf Hold setzen. Musst du mit denen direkt besprechen. Ich habe da immer schon verschiedene Sachen gehört. Manchmal klappt es gut, manchmal klappt es nicht gut. Manchmal neigt Tesla dann dazu, die Bestellung zu canceln. Ja. So. So, ich grüße erstmal alle, die noch wieder dazugekommen sind. Man merkt heute wieder, dass gute Stimmung ist, weil natürlich jetzt der ganze Spaß endlich losgeht, so wie sich das gehört. Und von daher freue ich mich, euch alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Ja, Martin Reiter, da muss ich dir leider auch sagen, da musst du dich an InstaDrive wenden, weil ich kann dir keine Infos über InstaDrive und deren Koordination geben. Die haben die gleichen Problematiken wie wir jetzt hier ja auch, aber da musst du natürlich mal mit denen sprechen. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Bert, das sind derzeit die Marktpreise. Ja, das ist wohl wahr. AI Day, Sebastian, habe ich nicht allzu hohe Erwartungen. Ich gehe da einfach ganz mit einem ganz neutralen Gefühl durch. Hugo Mart, es freut mich, dass du dabei bist.
Du schreibst hier Liefertermin 1.10. bis 17.10. realistisch oder App-Wahnsinn. Naja, erstmal kommt es auf die Version an, die du hast. Wenn du die normale schwarze Sitze und weiß oder schwarz draußen hast, dann wüsste ich jetzt nicht, was dagegen sprechen würde. So. Peter Kasan, 17 Zoller, weiß ich nicht. Warum sollte man das machen? Finde ich ehrlich gesagt eher nicht so geil auf dem Model 3, muss ich dir, also sag ich dir persönlich. Madden's World, ja, melde dich bzw. schau gerne auf unserer Webseite vorbei. Du kannst es ja auch direkt dort bestellen, wenn du möchtest, Madden's World. Wenn es irgendwas Spezifisches gibt, kannst du natürlich nachfragen. Puncher, nein, das wird normalerweise nicht mit Winterreifen ausgeliefert, so wie ich das verstehe. Martin Reiter, ich sag's dir ganz ehrlich. Also, ich kenne die Leute nicht von Insta-Drive, ich weiß, was die machen, ich weiß das Geschäftsmodell. Wenn du meine ganz persönliche Meinung wissen willst, hätte ich nie über Insta-Drive bestellt, weil du hast die gleiche Erfahrung, wie wenn du sie privat bestellst. Ja, das ist halt, die warten auch auf das Auto, die verkaufen dir das Auto und du wartest auf das Auto, genauso wie alle anderen hier. Aber es ist ja, also, ich sag's dir ehrlich, drittes Quartal, jetzt? Nö. Da kommt kein Auto mehr. Das ist durch, das Thema. Ich glaube nicht, dass da dein Auto dabei sein wird. Das muss ich dir leider ehrlich sagen. Na? Und viertes Quartal muss man dann mal abwarten. Ja, Oliver, es gibt leider sehr viele Model Y Long Range Besteller, aber auch hier, genauso wie mit den Model 3 Bestellern, und wir haben es ja jetzt heute hier im Chat gesehen, bin ich der Meinung, dass auch viele wieder in den Dezember rutschen werden und dann geht es richtig los. Ja, ein ursprüngliches Auslieferungsdatum, Oliver, das ist richtig. Jetzt nehmen wir Juli und dann nehmen wir April bestellt. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Das wären 8 Monate. Wenn die es im Dezember bekommen, dann bist du immer noch schneller als bei den meisten Autobauern. Thomas, ich grüße dich ganz herzlich. Also wie gesagt, Martin, ich meine das wirklich nicht böse. Wenn es rein um den, dann müssen die dir, da musst du mit denen sprechen. Also entweder sagst du, du trittst zurück, weil du jetzt das Auto nicht unbedingt brauchst und holst dir eins selber. Das ist eine Möglichkeit. Oder du musst da mal ein bisschen auf den Tisch hauen. Weil ich weiß jetzt nicht, was sie dir versprochen haben. Ich kenne die Details nicht. Und dazu muss ich dir auch ehrlich sagen, ist das dann auch deren Aufgabe, dass die das regeln. Ne? Kai Jankowski, sorry, grüße dich ganz herzlich. Also bei einer Produktion von zurzeit 2000 Autos circa und dann Ende des Jahres bei fast 4 oder im Dezember vielleicht schon knapp 5 oder irgendwo zwischen 4 und 5, glaube ich, dass auf jeden Fall die Model Y Long Range Leute dann auch ihre Autos bekommen. So. Habt ihr von eurer Seite gerade in diesem Moment noch Fragen, dann lasst mich das gerne wissen.
Sonst, wie gesagt, möchte ich euch natürlich nochmal darauf hinweisen, wenn es unter euch noch Leute gibt, die noch nicht zugeschlagen haben, wir haben bei uns ja die Pakete. Das bedeutet mit anderen Worten, du kannst 5 Produkte kaufen und am Ende werden dir entsprechend 15% abgezogen. Das findest du direkt bei uns auf der Webseite. Du musst einfach nur auf diesen roten Button drücken und dann geht der Spaß los. Das ist also das eine. Und dann hatten wir das andere mit dem Thema Reifen. Sollte von euch jemand Interesse an Winterreifen haben, dann kann er diese über uns bestellen. Es ist natürlich auch möglich, Ganzjahresreifen zu bestellen. Und natürlich wird dieses ganze Angebot hier auch noch erweitert. Es handelt sich jetzt nicht um das, was wir nur so haben. Ihr seht jetzt in diesem Moment Model Y 20 Zoll, Model Y 21 Zoll, Model 3 haben wir auch in 20 Zoll, genauso wie Model 3 die Sommerset-Reifen. Hier mal nur so als Information, weil manche Leute haben ja verschiedene Meinungen dazu. Ich persönlich liebe diese schwarzen Brock B32. Ich habe die selber am meinem Model 3 dran, weil ich, wie gesagt, ich habe ja ein Geschäftsauto und ich habe einfach das Glück, dass wir ja hier mit Brock zusammenarbeiten und das sind wirklich schon richtig geile Felgen. Also ich muss es euch ehrlich sagen. Natürlich muss man fairerweise sagen, dass mit den Model 3 Standard Range Varianten, wo du ja diesen Schutzfelge noch oben drauf hast, der ja dann dazu führt, dass du noch effizienter fährst. Also klar, wenn ich die Brock B32 drauf mache, dann ist einfach die Effizienz ein wenig geringer. Aber das ist nicht signifikant. Also ich finde, wenn du ein Model 3 Standard Range kaufst und packst sowas wie die Brock drauf, das Auto sieht halt einfach gleich viel sportlicher aus und es merkt einfach keiner, dass du einen Standard Range hast. Gefühlt denkt eigentlich fast jeder, du hast fast eine Performance, wenn er nicht genau hinschaut. Ne? So. Also Kajankowski, grundsätzlich geht davon aus, dass alle, die dieses Jahr bestellt haben, auch ein Model Y Long Range dann auch in diesem Jahr noch bekommen sollten. So, dann gehen wir mal kurz auf die Bitte von dem Kai ein. Ich kann es euch auch gerade nochmal zeigen. Ich hatte ja gerade gesagt, es gibt diesen roten Button, da drückt man eben halt dann drauf. Und das zeige ich euch jetzt einmal nochmal ganz kurz. Also, ihr klickt da drauf, dann habt ihr oben die Möglichkeit, tatsächlich auf hier klicken zu gehen und dann kommt ihr auf die Liste für das Model 3, solltet ihr ein Model 3 bekommen. Für den Kai, die 5 Sachen, die du wirklich brauchst. Also, bei dem Thema sage ich dir eins, etwas, was zum Beispiel einfach für den Sommer ein absolutes Muss ist, ist der Sonnenschutz, kommst du einfach nicht drum herum. Ja, so. Nee, Müller, ich meine nicht im nächsten Jahr. Ich meine in diesem Jahr. Dann haben wir Organizer Mittelkonsole, Organizer Armlehne, finde ich auch, ist ein Must-Have. Dann haben wir den Ladekantenschutz, kann man machen. Manche machen es gerne, manche auch nicht. Was dann für mich aber ein absolutes Muss ist, die Display-Schutzfolie. Hier ganz interessant für euch, wir haben jetzt Made in Germany Display-Schutzfolie. Also das nochmal für euch, wir haben den Anbieter gewechselt. Wir bieten euch hier jetzt also ein Made in Germany Produkt. Dann ist natürlich die thematische Schutzfolie, Kai. Also auch hier Schutzfolie, Ladekantenschutz und Einstiegsleisten sind für mich persönlich ein absolutes Muss. Und dann kommt natürlich diese Thematik mit den Gummimatten. Manche mögen es vierteilig, fünfteilig, das darfst du dann selber entscheiden. Also, du siehst, kannst es hier alles hinzufügen. Genau das gleiche Spiel gilt übrigens auch fürs Model 3. Auch da hast du die Möglichkeit, dann die ganzen Produkte entsprechend hinzuzufügen. Also, so sieht es aus. Wenn da jemand Fragen zu hat, sagt einfach Bescheid. So, dann... Also, Jan Scheibner, freut mich, dass du dabei bist und du hast gerade, darf ich anhand des Lieferdatums, welches du geschrieben hast, davon ausgehen, dass du jetzt auch wieder heute nach vorne gerutscht bist, wie einige andere, oder bist du schon immer bei diesem Datum gewesen?
Daniel Ruth zum Thema Kapazität in China. Also, auf die Schnelle, das, wo ich mich belesen habe, ist es so, dass grundsätzlich man immer von einer Kapazität von nie 100% ausgeht, die ausgenutzt wird. Du rechnest ja immer da mal mit, dass du irgendwie mal Reparaturarbeiten machen musst oder dies machen musst oder das machen musst. Das sind Sachen, die sehen wir nicht. Da stehen dann 2 Stunden die Produktions, steht die Produktion mal für 2 Stunden still, da werden Sachen gewartet und so weiter. Das heißt, eine Produktion kann gar nicht bei 100% sein. Ist auch gar nicht gut, ja. Von daher, da wird natürlich ein Schuh draus gemacht, gerne, weil man dann sagt, okay, Tesla hat keine Nachfrage etc. Kai, persönlich zu der Thematik Gummimatten, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da ist der Trend ganz klar. Es gab früher die Velourmatten, das ist ein Geschäft, was inzwischen eigentlich nicht mehr vorhanden ist, weil viele Leute einfach sich Gummimatten holen. Also, das ist eine Geschmackssache. Ich persönlich finde die Gummimatten top. Ja, schützt erstmal alles. Ich muss nicht so viel saugen. Ich packe die einmal unter dem Hochdruckreiniger bei der Waschstraße. Die Sache ist, in 2 Minuten, 3 Minuten habe ich alle Matten sauber. Also, das ist fix gemacht. Da müssen die nur noch trocknen. Also, das hat schon Vorteile. Ach, Müller, ich weiß deinen Humor zu schätzen. Hast du auch wirklich ein Auto bestellt? Wann kommt denn dein Auto? Weil irgendwie hört sich das bei dir so ein bisschen trollmäßig an. Dustin, ich grüße dich erstmal. Gibt es inzwischen Infos, warum so viele Model Y Performance und Weiß in Schwarz nach hinten geschoben worden sind? Dustin, im Grundsätzlichen ist der Witz der ganzen Geschichte. Das Lieferdatum ist eine Flexibilität, die Tesla darstellt. Das ist auch immer wieder, um das nochmal klar zu machen, kein festes Versprechen. Warum Tesla sich entschieden hat, sich so unbeliebt damit zu machen, das kann ich dir nicht erklären. Muss man mal schauen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich sehe jeden Tag da Autos rauskommen. Also die werden ja nicht irgendwo in der Versenkung gehen, ne? Ja. So, den Dusty grüße ich auch noch ganz herzlich. Jan schreibt nochmal, ja, das ist heute ein neues Datum. Das ist doch eine gute Nachricht. Das freut mich. Madden's World, es gibt natürlich verschiedene Geschmäcker. Das möchte ich natürlich nicht wegreden. Grundsätzlich kann man natürlich aber ein gewisses, sag ich mal, prozentuales Verhalten sehen. Aber ganz weg wird der Geschmack natürlich nicht sein. Und es werden natürlich auch Leute entsprechend hier, welche sich kaufen. Also, Marian Muras hat im April bestellt, Abholung ist am 18.10. bis 2.23. Also auch hier gehe ich von dir bei dir aus, dass du tatsächlich dann dein Auto in diesem Jahr auch noch bekommen wirst. Philipp, ich grüße dich, Mahlzeit auch an dich. Ich würde tatsächlich sonst... Da hatte ich doch gerade schon drauf geantwortet, Daniel. Ich hatte ja gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass Tesla das nicht möchte. Das ist ein Gang und Gäbe, weil es ein normaler Produktionsschritt, ein normaler hergängiger Weg ist, dass man das so macht. Man muss ja auch mal irgendwo Sachen stoppen und reparieren. Das habe ich doch gerade erklärt, Daniel. Ja.
Kai, wir haben auf jeden Fall viele Dinge in der Zukunft geplant. Verstehe mich nur nicht falsch, dass das dieses Jahr nichts mehr wird. Die nächsten circa 12 Wochen, was es jetzt, glaube ich, noch sind in diesem Jahr, die werden einfach absolut brutal in positiver Hinsicht. Aber jetzt kommt eben halt der härteste Teil des Jahres und von daher schauen wir mal. Sicherlich im nächsten Jahr. Perfekt, Guido, das freut mich sehr. Andreas, ich grüße dich erstmal. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Es gibt noch keine Neuigkeiten zu den Farben. Kann ich dir leider noch nichts sagen. Es ist sehr, sehr still geworden. Und auch die Quellen sind sehr still geworden. Ich habe keine Ahnung, was da bei Tesla in Grünheide abgeht, aber zurzeit, es ist leider so still, Andreas. Ich bekomme keine Infos und habe da sicherlich einige Leute, die mir was berichten könnten, aber es ist leider sehr, sehr still gerade. So, den Thomas grüß. Achso, Thomas hatte ich ja schon. Genau, Andreas, ist wahrscheinlich im Qualitätscheck durchgefallen, so sieht es aus. Ja, ich habe so ein bisschen die Vermutung, also wie gesagt, ist eine Vermutung. Ganz, ganz vorsichtig genießen diesen Kommentar von mir. Ich habe die Vermutung, dass sie gerade noch ein bisschen Probleme haben, bei 2000 Autos in der Woche jetzt aufwärtsgehend auch entsprechend genügend Produkte da zu haben, um die Produktion weiter zu erhöhen. Und dass vielleicht dadurch einfach die Lieferzeit nach hinten geschoben worden sind, weil sie einfach hier das Problem haben, dass sie dann doch nicht so schnell weiter die Produktion nach oben fahren können. Was die Schichten angeht, wir wissen inzwischen, dass sie mit den zwei Schichten auch die 5000 Autos pro Woche schaffen können. Auch den Robert grüße ich und grüße zurück nach Bayern. Robert, also es gibt natürlich bei uns auf der Webseite etwas, da kannst du gerne mal in Ruhe vorbeischauen. Ich sag mal so, du hast ja ein Model 3 Performance, welches du bekommst, oder hast, glaube ich, das jetzt schon bekommen, ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Schau mal bei uns auf der Website vorbei, geh einfach in die Suchleiste rein, unter Reifen. Da findest du eben halt, wie gesagt, die Model 3 Winterset Brock B32. Ich persönlich habe die in den Sommerreifen, die B32. Ich finde die Brockfelgen mega geil, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Genau. Und dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, jetzt müssen wir mal gerade weiter gucken. Model 3, 20 Zoll. Ich meine, du hast ja andere Zoll, ne? Du hast ja beim Performance eine höhere, größeren Reifen, glaube ich. Dann hast du hier auch noch die Atlanta Titan. Also, du hast verschiedene Möglichkeiten, wenn du auf die Produkte drauf gehst. Natürlich auch in Bezug auf welche Reifen du haben willst. Wir sind gerade noch ein bisschen in der Aufbauphase, ja? Das wird also noch ein bisschen mehr werden. Vielleicht kommt da auch demnächst noch ein bisschen was dazu. Schau einfach mal vorbei. Dann hast du ja noch ein bisschen Zeit, aber dann kannst du ja schon mal in Ruhe auf unserer Webseite vorbeischauen. Und dann schauen wir, ob da vielleicht was dabei ist für dich. Müller, da kann ich vollkommen verstehen, dass die Laune natürlich absolut steigt. Vielleicht magst du mir noch gerade mitteilen, welche Variante das nochmal war. Hast du einen Long Range bestellt gehabt oder einen Performance? Andreas, da stimme ich dir zu. Es ist ein wenig kurios. Aber gestriges Video oder vorgestern
hatte ich ja mal so die Aufteilung der Manager, die zu Tesla direkt, zu Elon Musk direkt berichten, mal aufgestellt. Das ist ja erschreckend, wie viele in Amerika sind und wie wenig in, außerhalb von Amerika. Deswegen wundert mich das gerade nicht so wenig, nicht so stark. A und M, das heißt, du hast schon zugeschlagen. Den Michael grüße ich ganz herzlich. Auch du bist heute nach vorne gerutscht. Das ist doch auch eine schöne Neuigkeit. Da bist du nicht alleine. Es gibt viele, die heute dabei waren, die auch nach vorne gerutscht sind. Ja, ist auch verständlich. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, das alles auf die Beine zu stellen. So von 0 auf 100 ist ja nicht unser Hauptgeschäft jetzt gewesen bis dato. Und jetzt haben wir halt eine Auswahl und das wird sicherlich auch in der Zukunft noch weiter ausgebaut werden. MC, ich grüße dich ganz herzlich. Freut mich, dass du dabei bist. So, dann würde ich tatsächlich gleich mal den Stream auch beenden. Wenn es weitere Fragen gibt, wir werden dann übermorgen wieder weitermachen. Sollte es irgendwelche kurzfristigen Dinge geben, die tatsächlich dann noch passieren, dann kann es auch passieren, dass ich mich dazu entscheide, morgen nochmal einen Livestream hier zu machen. Dann würde ich mich natürlich auch freuen, dass ihr, wenn ihr dabei sein solltet. Und somit wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Freut mich, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und dann, ja, macht's gut. Ich drücke euch die Daumen und wir sprechen uns auf jeden Fall wieder hier. Und ich hoffe, dass ihr dann wieder alle dabei seid. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.